Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragoness. Ja, wir sind jetzt unterwegs Richtung... Wo sind wir eigentlich unterwegs? Achso, wir müssen erstmal mit dem Abenteurer-Heini wieder reden. Oh, hier vorne war der gewesen. Da ist er. Wir haben jetzt allerdings noch nichts gemacht von unseren weiteren Questen. Wir haben ja genügend Questen, haben wir ja noch hier. Irgendwie... Besiege 5 Monster im Ork-Hauptquartier. Gut, schon mal einfach mal wie immer. Und dann noch in diese ganzen Instanzen reinkommen. Ich werde jetzt allerdings erstmal nochmal zum Schmiedhaini gehen. Ein bisschen was hier verkaufen. Haben die besser jetzt eigentlich? Haben wir eigentlich schon Ohrringe? Wir können ja bestimmt, wir haben ja ein bisschen Equipment wieder bekommen. Gucken wir mal. Also, davon ist, boah, Ohrringe hat noch keine gehabt. Ring, der hätte physischen Schaden und Stärke 3. Schön. Ah, da haben wir sogar noch einen zweiten Ring. Ja, genau. So, Leica-Scherbe, das nutzt ich glaube nicht ganz viel was. Zum Betreten des Chaos-Portals. Okay. Was lassen wir denn da noch drin? Freie Abenteuer-Gilde, Cassius, das sind diese ganzen Fragmente ja, wo man ja jeder irgendwelches Zeug verschenken kann. What can I do for you, young adventurer? Young Adventurer. Yo! So, Handel und Spielen, hier haben wir was verkaufen. Ich frage jetzt, ob wir die Fragmente verkaufen oder nicht. Das ist ja wertlos. Das ist auch wertlos. Das ist noch wertlos. 100 Königes Zeichen. Come back soon. Wir können ja aber zumindest mal was einlagern. Wir haben ja zumindest, glaube ich, eine Reihe. Feel free to look around. Ja, da lagern wir doch am besten einfach mal diese ganzen Fragmente. Max. Ja. Weil ich noch nicht genau weiß, was ich damit anfangen kann. Ich möchte sie jedoch nicht wegwerfen. Nicht, dass er dann denkt, der Trottel, der hat im Let's Play den Scheiß weggeworfen. Travel light for your journey. So, jetzt können wir unser Inventar nochmal sortieren. L haben wir auch nochmal was zu tun. Erfolge Dungeons. Das sind hier die ganzen Statistiken scheinbar. Performer, Double Strike 6, 6. Heiligtum Gelbes. Okay. Kolosseum. Finde ich jetzt eigentlich das Kolosseum eigentlich? Voll aktuell ist das auf jeden Fall. Für das Kolosseum. Status Bottom. Mission Room Endless Combat. Aufbauen. Der Waffe. 3 gegen 3. Warum 3 Beiträge kann man das einfach so? Was ist das? Oh Mann, oh Mann. Gucken wir mal, was hier passiert. So, einer würde hier noch fehlen. Irgendwie Modus Info 3 gegen 3. Und ihn gewinnt, wenn alle Charaktere des Gegnerteams tot sind. Ihr erhaltet einen Punkt. Bis zum Ablauf der Runde können getötete Charaktere nicht wiederbelebt werden. Siegesbedingung ist, dass das Team, das alle Spieler des Gegnerteams besiegt hat, gewinnt die Runde. Erhält einen Punkt. Das Team, das ja was alle Zielgegner hat, gewinnt. Okay. Okay, jetzt sind sie wieder etwas weniger hier. Okay. Du mich. Kann man das so bei den anderen sehen eigentlich? Zuschauer. Einer schaut zu gerade hier. Ups. Jetzt ewig hier zu warten, ist auch doof, denke ich. Hier sollte in das Kolosseum einsteigen. Normal. Normal ist relativ gefüllt. Nummer. Einzelletter. Ah, um sich ein Letter zu duellieren, warten. Freund, Bilder oder was? Okay.
Okay. Gut. Hätten wir uns das zumindest mal zuvor irgendwie. Gehen wir erstmal zur Stadt halt wieder, weil es nützt uns ja jetzt nichts hier im Let's Play, keine Ahnung, darauf zu warten. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie lange das dauert, wenn sich das dann füllt. Wäre zwar schön gewesen, wenn es jetzt hier voll geworden wäre. Und vielleicht lasse ich das dann halt demnächst mal, ja, eine Folge vorher laufen, bevor ich halt mit dem Let's Play selbst anfange und lasse mich einfach mal einschreiben, starte dann, wenn das losgeht. Ja, gut, dann. Genau, wir müssen jetzt erstmal hier mit dem, wie heißt er eigentlich? Donald Deckard. I've been expecting Deckard. Wer ist sie? Hast du sie, die silberhaarige Frau, gefunden? Du erklärst, was passiert ist. Der schwarze Ritter ist auf dem Weg in den Tempel der Schlafen. Er ist offensichtlich hinter der Energie der Uralten. Du hast sie also von dem Mädchen erzählt und sie, na, sah interessiert aus. Scheinbar. Auch sie könnte hinter der Energie der Uralten sein. Vielleicht gehört sie einer Organisation an, von der wir nichts wissen. Sie schien in Ordnung zu sein. Vertrau den Leuten nicht so einfach. Denk immer daran, dass es viele unterschiedliche Menschen im Tempel gibt. Du weißt nie, was du zurückbekommst. Weiter. Wir müssen nun selbst die Halskette da reinschnappen. Vielleicht könnte sich Lügengelernter Bailey darum kümmern. Er weiß vielleicht etwas. You have the makings of a great hero. Okay. Was können wir denn eigentlich bei dem machen hier? Ja, und da bin ich wieder bei Let's Play Dragonest. Ja, kleiner Cut in der Folge, weil mir das Spiel mal wieder abgekackt ist. Ich habe nämlich den NPC hier mit angeredet. Scheinbar will der nicht mit mir reden. Oder warum auch immer. Etwas ärgerlich, dass halt dann immer das Spiel halt abkackt. Aber egal. Wir machen auf jeden Fall weiter mit unserer normalen Kampagnenquest. Lügengelehrter Bailey ist als nächstes dran. Eine Aufgabe. Verliere die Hoffnung nicht. Ich werde dir Kraft geben, um weiterzumachen. Wer ist sie? Ah, du bist Krieger Eschin, oder? Wie lief deine Jagd auf den Schwarzen Ritter? Nicht wie geplant. Ich freue mich, dass du es gut überstanden hast. Was brauchst du? Du fragst nach der Halskette der Reinen. Aha, Belohnung entgegen. Irgendeine Belohnung müssen wir entgegennehmen. Was nehmen wir denn da am besten? Hammer. Axt hat doch relativ gute Werte, oder? Wir nehmen den Hammer und wir bleiben dem Hammer treu. Weiter geht's. Die Halskette der Reihen. Okay. Ich erinnere mich, Kleriker William hatte eine Frage doch an seinen Schüler, oberster Kleriker Germain. Okay. Die Halskette der Reihen. Der Schwarze Ritter muss hinter dem alten Relikt her sein. Frage nach dem alten Relikt. Ein Überbleibsel der Uralten, das alte Relikt. Die Uralten dienen vor Urzeiten der Göttin. Sie haben die Ornamentherstellung perfektioniert, indem sie Juwelen als Kraftquelle benutzten. Irgendwie sind sie im Laufe der Geschichte verschwunden und weiter. Der oberste Kleriker Chamon war ein Schüler von Kleriker William. Er sollte dir helfen können. Victory will be ours soon. Gut. So, ich glaube, hier haben wir was abgeschlossen irgendwie bei Jumble, der Kriegermeister, irgendwas. Nee, wieder bei unserer Nina. Oh nee, Nina war es nicht. Oh, May. Sorry. I was thinking about the love novel I read last night. Eine neue Quest, dritte Gesellschaft. Blub, blub, blub. Gut. So, die dritte Seite, neue Aufgabe wurde hinzugefügt. So, wo wollen wir hin? Wir sollen eigentlich hier, unser der Pfeil sagt hier. Die Story Quest sagt hier. Chamon, oh, der oberste Kleriker. Mein Meister starb, aber er rettete unsere Hoffnung an diesen Ort. Ich werde sein Erbe bewahren und mein Wissen mit dir teilen, wenn du es wünschst. Aufgabe. Ja, genau. Oh, haben wir die schon gemacht? Fight on. Ne, die Aufgabe haben wir, glaube ich, noch nicht angenommen. May the goddess's blessing stay with you. So, dann haben wir hier Aufgabe. Das war dieses ein antikes Relikt, genau. Hallo, dieser Zwischenfall mit der Prophetin und dem Schwarzen Ritter erinnert mich an das Opfer meines Meisters. Mein Meister, Priester William, wurde mit einem Pfeil durch sein Herz getötet. Wegen Priester William hast du zufälligerweise die Halskette der Reinen? Ja,
Halskette der Reinen? Die hat mein Priester. Die hat mein Meister Priester William getragen. Hast du es? Mein Meister wurde vor langer Zeit im Todeswald getötet, während er seine Kameraden verteidigte. Weiter. Der Todeswald wurde von einer Giftwolke überzogen, deswegen konnte ich die Leiche meines Meisters nicht holen. Die Giftwolke hat sogar einige getötete Monster in Ghule verwandelt. Das bedeutet wohl, dass die Halskette immer noch bei seiner Leiche sein muss. Heißt das dann wahrscheinlich? Ich werde sie suchen. Ich hätte seine Leiche holen sollen. Wenn du dorthin gehst, könntest du seine Leiche für mich suchen? Okay. Danke, die Halskette der Reihen sollte immer noch bei ihm sein, falls du seine Leiche im Todeswald findest. Fight on, until we have peace again. Okay. So, dann werden wir wohl... Wobei, wir haben hier unten haben wir doch noch eine Quest irgendwie. Ist auch was Neues. Ah, genau, der Hammer wurde ja dazu gekommen. Oh, jetzt haben wir ein neues Hämmerchen. Ich habe mich extra für den Hammer entschlossen. Ich bin, auch wenn es in vielen, vielen Spielen eigentlich mit dazugehört und auch viele Spiele halt darauf ausgelegt sind, ich bin eigentlich mehr so der Fan für richtigen Schaden und nicht für, naja, Glück. Auf mein Glück verlasse ich mich eigentlich weniger. Victory will be ours. Also Glück im Sinne von, also bei den anderen Waffen war es halt einfach so gewesen, dass du beim Schwert zum Beispiel, dass man da kritische Treffer halt gehabt hätte zum Beispiel. Knowledge und kritische Treffer power. Sind immer ein bisschen Glück halt. Oder, ja. Aufgabe. Bearbeitet, ich glaube, das war das. See you next time. Sammle 10 Proben von verseuchten Monsterteilen. Also in Richtung. Genau. Okay, suche die Halskette der Reinen. Schau mal, was haben wir denn eigentlich so als Questen? Punktübersicht. Okay. Dungeons allgemein 17 von 222 Dungeons haben wir schon ein paar mehr erledigt. Wo muss man hin? Da hinten. Ah, genau. Dort durch. Nochmal zu den Grauruinen. Das ist ja sowieso unsere nächste. Ja. Allgemein die nächste Welt hier bei uns hier. Beziehungsweise halt die nächste Karte. Wenn man auch auf die Map halt schaut. Hier hat man hier wieder die Zerlegungsmaschine. Ein Dämonenhäschen. Ja, wo muss man hin? Ist das hier hin? Sieht so aus. Gradsenke. Okay. Ich suche Gradsenke. Mein Erfolg wurde aktualisiert. Okay. Jetzt sind wir in der Gradsenke. Wir schauen mal auf die Minikarte. Das ist auch jetzt schon hier von diesem Gebiet hier die letzte Karte, in der wir uns jetzt gerade befinden. Okay. Ja, wo müssen wir hin? Wir müssen hier lang kommen. Wir werden hier wieder reparieren. Amboss, Ausgang der Abenteuer. Das heißt, wir können auch hier wieder was Neues wieder mit annehmen. Todeswald. Eine neue Aufgabe der Abenteuergilde wurde hinzugefügt. Todeswald-Eingang. Okay. Ich würde sagen, einfach mal betreten. Ah, wir haben jetzt 6 Aufgaben, haben wir hier. Das sind scheinbar alles die Kampagnen-Questen. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, betreten wir das einfach mal. Auf geht's. Auf der Suche nach der Halskette der Reinen. Lege den Weg frei, indem du alles. Indem du den Schutzstein entsiegelst. Wird mir ja nochmal im Chat angezeigt, wenn es zu schnell wieder weg ist. Schön. Bumm. Der Hammerschlag, den finde ich wirklich gut. Oh, da merkt man schon, dass da hinter der neuen Wumme auch gut was steckt. Die Dinger jetzt einfach so mit der Maus, also mit meinem Mausangriff, den ich habe, in 3 oder 4 Hits weg. Jetzt zum Beispiel bei uns 4, okay. Ja, wohin jetzt? Da runter oder da hoch? Ja, dort ist scheinbar gesperrt. Erst hier lang. Mir fällt auf, meine TP steigen und steigen irgendwie. Jetzt so sogar schon bei 2500 TP.
Achso, Siegel kann nur gebrochen werden, wenn alle Monster besiegt sind. Dann müssen sie auch mal spawnen rechtzeitig. So, besiegt. Oh. Sauhund. Besiegt. Okay, so, dann machen wir hier mal das Siegel brechen. Haben wir hier noch was drin? Nein. Hier ist auch nichts mehr drin. Gut. Dann mal weiter. Dort die zwei Siegel müssten wahrscheinlich noch gebrochen werden. Und dann müsste eigentlich auch das Portal aufgehen. Oha. Wie dieser Glyphenmeister sagte. Was der Glyphen? Nee, das war der Kleriker, war das glaube ich gewesen, der von Ghoulen gesprochen hat. Okay. Durch. Schön. Siegel brechen, Siegel brechen. Jetzt durch. Ah, jetzt öffnet sich Todeswald. Es regnet. Sie sind auf der Fläche verstreut. Aha, das war's auch schon. Eine kleine Aue. Aber ich finde das auch nicht ganz durch. Wie gesagt, ich finde das auch. Ich finde das Spiel auch gar nicht schwierig gerade aktuell. Ich weiß nicht, ob da nochmal wie irgendwie was später dazukommt oder warum das eigentlich gerade noch so relativ einfach aufgehalten ist. Vielleicht alles noch in einem frischen Noob-Bonus. Ich glaube, am Anfang gab es etwa ein paar kleinere Probleme damit. Okay, gut. Ich werde allerdings jetzt hier. Ups. Ah ja, genau, wir müssen in den Zuschauermodus gehen. Ja, ich werde hier allerdings schon mal die Folge beenden. Wir sind auch schon jetzt bei 17, 18 Minuten. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Anjo!